Beim Depersonalisations- und Derealisationssyndrom existiert ein Gefühl der Unwirklichkeit gegenüber der Umwelt. Objekte, Menschen oder die gesamte Umgebung werden als fremd, unvertraut, unwirklich, roboterhaft, fern oder auch künstlich oder klein oder zu groß, farblos oder leblos erlebt. Viele Betroffene geben an, ihre Umwelt wie unter einer Käseglocke oder in Watte gepackt zu erleben. Derealisation geht in der Regel mit Depersonalisation einher und ist Kennzeichen der sogenannten Wahnstimmung. Sie kann als Symptom im Rahmen einer Depression oder auch Schizophrenie vorkommen. Um von einer Derealisation oder Depersonalisation sprechen zu können, müssen laut ICD-10-Klassifikation mindestens eines der ersten beiden Kriterien sowie die letzten beiden Kriterien erfüllt sein. Die eigenen Gefühle werden als fern, fremd und nicht zur eigenen Identität zählend gewertet. Dies wird zusammengefasst als Depersonalisationssymptomatik. Die Umgebung wird als fremd, leblos, unwirklich und so weiter angenommen. Das ist die Derealisationssymptomatik. Der Betroffene akzeptiert, dass es sich hierbei nicht um ein durch äußere direkte Ursachen entstandenes Störungsbild handelt, sondern dass hier ein subjektiver, spontaner Wechsel stattgefunden hat. Es besteht also Krankheitseinsicht. Den Betroffenen ist bewusst, dass es sich hierbei nicht um einen toxisch verursachten Verwirrtheits- oder epileptischen Zustand handelt.